Ja, Fun Fact ist, dass ich habe die Socken, durch die auffälligen Designs beim einen oder anderen, überwiegend ehrlich gesagt, Triathleten gesehen. Und man kommt ja dann über Instagram zwangsläufig irgendwann mal auf die Profilseite. Und das ist mir nicht entgangen. Ich habe mir das dann angeschaut, habe gesehen, hey, krass, junges Unternehmen aus Hamburg. Wenn man sich mal auf der Website umschaut, sieht man auch, dass das alles junge Typen sind, die einerseits Bock haben, glaube ich, coole Produkte zu machen, andererseits aber auch selbst ja sportlich sehr aktiv sind. Allen voran natürlich hier der Alex, der da im Triathlon ja auch ordentlich Gas gibt. Und ja, wir sind eigentlich relativ locker mal in Kontakt gekommen und ja, haben netterweise gesagt, ob ich die Socken mal ausprobieren möchte, was ich dankend angenommen habe. Und habe einen Großteil meiner Marathonvorbereitung letztlich auf Valencia letztes Jahr schon in den Socken gemacht. Und konnte mir zum einen sehr gut vorstellen, die logischerweise auch im Wettkampf dann zu tragen, was wir in Valencia auch tatsächlich dann so gemacht haben. Aber ich fand die Idee natürlich auch spannend, die Alex in dem Zusammenhang dann geäußert hat, ob man da nicht sagt, hey, wir machen da vielleicht wirklich eine Partnerschaft draus, wo du uns auch beratend irgendwo in der Produktentwicklung zur Seite stehen kannst und andererseits aber auch die Möglichkeit hast, so eigene Statement-Socken designen zu können, die auch tatsächlich in den Verkauf gehen. Und das ist für mich schon zu dem Zeitpunkt erstmal eine crazy, crazy Idee gewesen, aber habe ich mich natürlich auch schnell für begeistern lassen. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Socken aktuell, wenn man so will, kategorisiert in Running Socks und Triathlon Socks, wobei die Triathlon Socke im Prinzip ultra light ist und ja, maximale Atmungsaktivität, direktes Laufgefühl dem Athleten mitgeben soll. Und dann gibt es so die Running Socks, die haben halt hier vorne zum Beispiel in der Zehenbox, an der Ferse, auch im Mittelfuß so ein bisschen Verstärkungen, die ja auch, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, dem Fuß eine gewisse Stabilität geben und sicherlich auch dafür ausgelegt sind, längere Strecken zu laufen. Und in denen habe ich tatsächlich einen Großteil meiner auch intensiven Trainingsläufe und sogar in dieser Socke auch den Valencia-Marathon gestritten. Ich würde natürlich auch schon gerne die eigenen Designs zeigen. Die habe ich schon, die habe ich auch schon im Training getestet. Die sind auch schon in Produktion, werden also in absehbarer Zeit, zumindest das erste Modell, dann auch verfügbar sein. Das können wir jetzt aber noch nicht machen, da wollen wir den Spannungsbogen mal noch ein bisschen weiter aufbauen. Aber wie gesagt, das erste Modell kommt jetzt schon relativ zeitnah und das zweite wird dann zur Wettkampfsaison im Sommer erscheinen. Ja, wir haben auch gesagt, wir wollen gemäß oder getreu dem bisherigen Prinzip der Aufteilung der Socken, wollen wir eben auch eine Wettkampfsocke designen, die ein Hauch von nichts sein wird und eine Socke, die tatsächlich auch eher für viele Kilometer und das Training und die Vorbereitung ausgelegt ist. Da haben wir uns schon an den bestehenden Kategorien, denke ich mal, orientiert. Farblich, finde ich, ist es trotzdem noch mal ein bisschen was anderes geworden. Ich will jetzt noch nicht sagen, welche Farben da vielleicht die Eyecatcher sein werden, aber mir persönlich gefällt es sehr gut und ich freue mich auch schon drauf, wenn ich selber in den Socken dann auch endlich mal wieder in der Startlinie stehen kann.